einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Scalping mit dem Dom und Marktkorrelation. Das Ganze mit unserem Atas-Experten Michael Burgstaller. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich hier im Namen von FX Flat um 18 Uhr begrüßen. Ich bin gespannt, was der Michael uns heute mitgebracht hat. Er sagte vorweg, es könnte vielleicht ein bisschen komplizierter werden. Von daher bin ich schon ganz aufgeregt, worum es denn hier im Detail gehen wird. Ich hoffe, Sie haben sich alle ein Getränk zur Seite gestellt, dass Sie hier auch top vorbereitet sind und hier keinen Moment verpassen und perfekt aufpassen können. Aber bevor ich hier an den Michael übergebe, einmal, Sie kennen es alle, den obligatorischen Risikohinweis, denn das Webinar dient natürlich wie jedes Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nichts dergleichen als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Vollkommen egal, was der Michael zu Testzwecken vielleicht einmal handeln sollte, ja, oder analysiert oder erklärt. Endlich, also schlussendlich, besser gesagt, ja, müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, das ist ganz wichtig, seitens FX Flat vorwegzunehmen. Und dann würde ich sagen, genug gequatscht von mir vorweg. Dann gebe ich mal den Bildschirm an den Michael. Zack, zack. Michael, du darfst. Ich sage dir natürlich noch, ob wir den richtigen Monitor sehen, den richtigen Bildschirm. Und dann kannst du loslegen. Das sieht gut aus. In der Mitte das Atas-Zeichen. Icon. Ja. Na ja, gut, dann grüße euch und liebe Grüße aus Österreich. Fangen wir mal an. Ne? Wie immer bei der kleinen Webinarreihe, die wir hier haben, machen wir am Anfang ganz kurz neue Funktionen, die was demnächst in die Plattform kommen. Die möchte ich euch zeigen. Und dann gehen wir gleich in das Thema Scalping und Korrelationen über. Ich werde das aufsplitten in zwei, drei Bereiche, damit wir alle zusammen einigermaßen verstehen, um was es da geht. Vorweg, ich bin kein Profi-Scalper. Ja? Ich zeige euch aber, wie es zum Teil Profis machen. Ja? Mir ist das zu stressig, in meinem Alter heute das nicht mehr aus. Ja. Also, dann start mal los. Ihr könnt meinen Schirm und den Chart sehen, hoffentlich. Und ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt genauso wie ich einen Kaffee hergerichtet, die ganze Session. Zu den neuen Funktionen, die was es in Kürze in Atas geben wird, verliere ich nur ganz wenige Worte. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dass alle Indikatoren, die im Chart oben links zusammengefasst werden, das heißt, ich kann da jetzt noch einige Indikatoren hinzufügen, kleinen Moment, machen wir dazu Delta, Volumen. Und man hat im Prinzip in der Übersicht oben dann quasi die Indikatoren. Man kann die auch ausblenden jetzt im Chart. Kommt mit einem Klick in die Settings und kann sie löschen. Das ist die erste Erneuerung, die es gibt. Die zweite befindet sich eben unten in den Indikatoren. Die kann man hier auch im Prinzip ausblenden. Man kann das Ganze minimieren. Man kommt direkt in die Settings rein und man hat die immer hier vor Ort unten und kann die wieder aufmachen. Das sind so die kleinen, aber feinen Sachen, die dazukommen. Auch im Indikatorfenster hat man die Indikatoren, die man geladen hat, kann man ausblenden. Ja, damit das dann einfach angenehmer zum Arbeiten ist, wenn man relativ viele Indikatoren benutzt und die zum Teil ausblenden möchte. Das ist mal das. Das Gleiche befindet sich im Objektlistenmanager. Das ist schon der erste Schritt zum globalen Zeichnen und zum Bearbeiten. Man kann jetzt die Zeichenobjekte ausblenden, aber auch sperren, damit man die nicht versehentlich mit der Maus anfasst. Kann sie natürlich löschen und in die Settings kommt man auch, wie gehabt. Das ist eben der erste Schritt, wo es hingeht zum globalen Zeichnen und zur Usability, dass das einfach noch benutzerfreundlicher wird, das Ganze. Ja, eine Kleinigkeit haben wir hier oben im Chart noch. Hier kann man sich im Prinzip Lot-Size-Größen oder Kontraktgrößen vordefinieren und sich die dann, wie bei mir, auf die Tastatur 1, 2, 3, 4, 5 legen. Dann kann man mit einem Tastendruck eben seine Size verändern. Man kann beliebig viele im Prinzip anlegen für seinen Handel. Ja, vor allem, wenn man dann die ganz kleinen Kontrakte handelt und man ist mit mehreren Kontrakten unterwegs, dann kann man eben hier schnell switchen. Das war's zu den kleinen Erneuerungen, was es gibt. Es gibt im Dom noch ein bisschen was Neues. Das zeige ich euch dann quasi im Vorgang selbst. Und wir müssen halt, bevor wir über das Thema Scalping reden, müssen wir leider Gottes das Thema Markttheorie und Auktionen dazu nehmen, weil der Handel an der Börse ist wie eine Auktion. Ja,
Also ihr könnt euch das vorstellen, wie beim Autoverkauf oder beim Hausverkauf. Ja, und es geht immer um Value. Also Value, das ist quasi der Wert. Wir haben nur ein Problem. Also wenn wir jetzt da hernehmen, ein Mercedes-Benz kommt auf den Markt, kostet 90.000, ja, dann fährt dieser Kunde in die Werkstatt und lässt sich ein goldenes Lenkrad einbauen, dann kostet dieser Mercedes-Benz auf einmal 150.000, angenommen jetzt. Das heißt, wir haben einen Value Change. Quasi die Value, der Wert des Mercedes hat sich im Prinzip nach oben verschoben. Ja, das gleiche ist beim Häuselbauen. Man hat jetzt ein Haus gekauft, man kauft hier eine Photovoltaikanlage dazu, man kauft irgendwie einen Swimmingpool dazu, dann verändert sich natürlich der Wert dieses Hauses bzw. des Objekts. In die andere Richtung geht es auch, wenn der Mercedes irgendwie einen Schaden hat, dann verliert er an Wert. Ja? Und wenn irgendwie beim Haus ein Wasserschaden auftritt, dann verliert das Haus auch an Wert. Das ist quasi eine Value-Änderung. Das heißt, der Wert des Objekts hat sich geändert. Jetzt haben wir hier an der Börse natürlich das Problem, wir sehen nicht alle Ursachen dafür, dass sich eben der Wert, wie hier am Chart des S&P 500, ändert. Das wissen wir nicht. Ja, wir wissen nicht warum. Wir wissen auch nicht, was passiert. Das ist ganz wichtig. Wir wissen nur, dass sich der Wert ändert. Und es ist halt so, und da kommt eben dieses ganze Gedöns vom Volumenprofil und Value Area High, Low und POC her. Ja, das heißt, der Wert eines Assets hier ist in der Value-Wert ist quasi dort, wo beidseitiger Handel stattfindet. Das heißt, wo reingekauft und verkauft wird. Ja, dort haben wir Value. Und dann haben wir eben diese Value Area, das macht eben 70% dieses aus. Ja, also man sollte wissen, das habe ich in einem vorigen Webinar schon angeschnitten, was ein Volumenprofil ist. Ja. Also man kann hier natürlich abtragen, auf welchen Preis gehandelt worden ist in diesem Volumenprofil. Ja, und wenn wir uns den heutigen Tag, das ist ein Live-Chart hier zum Webinar, schauen wir uns das einmal an. Hier können wir, weil es super passt heute, sehen, wo Value ist. Es ist eben der Bereich, wo am meisten gehandelt worden ist. Jetzt machen viele aber den Fehler und denken nicht dran, dass die Value Area ein mathematisch berechneter Wert ist. Das ist 70% eben des Handels, der stattgefunden hat. Jetzt haben wir hier eine Value Area, die ist relativ schön und die würde ich auch als korrekt ansehen. Wir haben aber in diesem Chart in Wirklichkeit, ich versuche das einzumalen hier unten, also hier, gut, dass das nicht funktioniert, kleinen Moment, in weiß sehen wir es nicht, machen wir es rot, gut. Wir haben hier unten aber auch im Prinzip eine Value Area. Ja, wir haben hier unten genauso einen Bereich, der interessant war, wo in beide Richtungen gehandelt worden ist, wo eben sich der Wert des Assets von oben nach unten gerichtet, wegen Einflüsse von News, sonstigen. Das heißt, der Wert des Assets hat sich von Value Area zu einer anderen, kleineren Value Area, die vielleicht in Zukunft größer werden kann, verändert. Und das ist es in Wirklichkeit, was wir messen können. Das heißt, wir können die Value messen. Wir können die Value an mehreren Tagen messen. Wir können die auch in kleineren Timeframes messen. Und das ist in Wirklichkeit alles, was wir messen können, ist, wo wird denn viel gehandelt oder ist denn viel gehandelt worden und wo wird dann noch einmal viel gehandelt. Und das Ganze dazwischen ist die Imbalance. Das heißt, der Kurs, der S&P 500 hat einen Wert. Durch irgendeinen externen Einfluss verändert sich dieser Wert von oben nach unten und macht wieder einen Wert, macht wieder eine Value. Das heißt, der Wert des Assets hat sich verändert. So wie beim Auto, wenn man eben was einbaut oder was kaputt wird. Ja. Und es ist eine Auktion. Es ist gleich wie am Haus- oder Automarkt, wenn dann das Auto zum Beispiel teurer wird, weil sie es jetzt nur mit goldenen Lenkrädern verkaufen, dann kann es sein, dass die Käufer ausbleiben. Ja, das heißt, das kauft dann keiner mehr, weil es zu teuer ist und dann fangen die Leute an, das Ding zu verkaufen. Das gleiche ist am Häuselmarkt und es reguliert sich halt von selbst. Und es ist halt beim Handel leider Gottes so, dass sich der Wert des Assets so schnell und so oft verändert, eben durch diese Auktion, dass wir eben schauen müssen, dass man da dahinter steigt, so gut wie möglich. Ja. Und deswegen wollte ich jetzt vorab das nochmal einbringen.
mit der Value, weil das ganz wichtig ist für das ganze Thema und weil das auch wichtig ist für diverse Scalping-Ansätze. Ja, deswegen. Also was wir brauchen für das Ganze, wir brauchen Volumenprofile, ja. Wir brauchen die Möglichkeit, den Chart so zu verändern, dass wir auch die Values sehen können. Das ist ganz wichtig. Ja, zum Skalieren. Und wir brauchen die Möglichkeit, verschiedene Session Times zu splitten. Und ich möchte euch noch was zeigen und das ist ein guter Tipp. Dann höre ich mit dem ganzen Thema schon auf, weil es relativ zach ist. Ich versuche mal ein Volumenprofil zu zeigen, wo meistens Frische oder Anfänger Probleme kriegen. Ich hoffe, dass ich sowas auf die Schnelle jetzt finde hier im Webinar. So. Gut, schauen wir, dass wir da eine Value Area kriegen und die auch sehen. Gut, sehen wir nicht. So, jetzt nehmen wir an, wir haben so ein Tagesprofil und ein Vortagesprofil und wir nehmen kurz unsere Value Area, weil es ja auch ein berechnender Wert ist. Aufpassen jetzt. Machen wir das auch noch schnell dick, damit wir das sehen. So, und die Value Area schaut so aus, weil wir eben ein sehr weitgezogenes Profil haben, weil wir eben viele Berge und Täler haben in diesem Profil. Also das hat jeder schon einmal gesehen. Dann irgendwo so in etwa die berechnende Value Area. Ja, die ist nicht so schön. Schauen wir mal, was da hinbringen. Vom Vortag vielleicht. Vielleicht war das Profil nicht so schön. Das ist schon in etwa das. Das nehmen wir her oder nehmen wir da letzte Woche her. Ja. Gut. Bilden wir uns ganz schnell mal ein, das ist der heutige Tag, dann kann ich mir die Zeichnung da sparen, dann habe ich was Besseres zum Voranschauen. Hier oben haben wir die Value Area High und hier unten haben wir die Value Area Low. So, das ist jetzt in jeder Software so, weil das eben 70% des Handels ist. Ja, und es gibt halt manche, die shorten oder longen eben diese Value Areas und verwenden die als Einstiegssignal. Das ist grundsätzlich kein Fehler, aber man muss eben aufpassen, nachdem das ein kalkulierter Wert ist. Wo sind denn da in Wirklichkeit die Value Areas? Ja, also die verschiedenen Areas. Man muss aufpassen, wenn man so ein zerfetztes Profil hat, dass man sich dann nicht täuschen lässt. Ja, man hat da wahrscheinlich da oben eine Value Area rundherum, man hat hier rundherum eine Value Area und man hat hier eine Value Area. Das heißt, besonders bei Tagen, wo man ein Profil hat, wo zwei Volumenberge sind und die Value Area so auseinandergerissen ist, sollte man lieber schauen, dass man diese zwei Value-Bereiche, die was definitiv welche sind, ja, dass man die separat achtet und dass man dort eigentlich die Value Area bei diesen Geschichten. Ja. Also das ist ganz wichtig. Das heißt in Wirklichkeit eine Distribution, so wie es im Fachbuch ist, wo man im Prinzip einen schönen Bauch hat, ja, wo in der Mitte der Bock ist und die Value Area, das kommt halt nicht täglich vor. Ja. Ich versuche hier mal kurz, ich habe Millionen Charts für euch geöffnet heute, das etwas anschaulicher zu machen. Dann machen wir den zu, den brauchen wir nicht mehr. So, wir haben einen Tageschart, ja, vom S&P 500 und hier kommt das genau vor, was ich gemeint habe. Also diese Value hier, diese Value Area und diese Value, die ist sehr schön. Am Vortag zum Beispiel, ja, ist sie nicht wirklich schön. Und deswegen sollte man sich nicht hundertprozentig auf diese kalkulierten Werte verlassen. Ja. Hier genauso. Ja, der ist wunderschön. Das ist eine einzigartige, schöne Distribution vom Volumen her. Ja, das ist in Ordnung. Aber wenn ich eben solche Trendtage habe, ja, und die am nächsten Tag verwende, dann muss ich extrem aufpassen. Und ich schaue, ob ich noch ein schönes Beispiel finde. Es ist im Prinzip hier, im Prinzip haben wir Value. Hier haben wir Value und hier haben wir auch Value. Also im Prinzip in diesem Bereich sieht man eben Volumenansammlungen, wo eben in jede Richtung im Kauf und Verkauf extrem viel gedreht worden ist. Das heißt, zu dem Bereich, zu der Zeit sind sich im Prinzip Marktteilnehmer einig, dass das jetzt ein guter Wert ist. Ja? Und jetzt passiert irgendetwas von dieser ganzen Geschichte. Es passiert was,
was den Wert eben des S&P 500 ändert, ob das jetzt Politik ist, ob das Ölvorräte sind, ob das eben irgendwo andere Naturkatastrophen sind, dann ändert sich der Wert des Ganzen und der Wert sucht wieder Value zu finden. Das heißt, den Wert, der was gerade fair ist, und die Imbalance von einer Value zur anderen, das ist das im Prinzip, jetzt mache ich den Punkt, wo halt viele Händler versuchen, dann entstehen die Trends. Das heißt, in einer Value hast du meistens sehr einen Choppy-Markt, das heißt, er geht sehr seitwärts und bewegt sich nicht vom Fleck und irgendwann einmal nach 2, 3 Fehlausbrüchen geht er halt in eine Richtung und macht wieder Value. Ja, das wollte ich damit gesagt haben. Und das ist wichtig zu wissen, dass man das versteht. Ja, es macht keinen Sinn, ich habe hier viele Charts heute, um auch zu sehen, natürlich macht es auch Sinn, ganz klassisch und oldschool hier am Daily Chart Kanäle einzuzeichnen. Ja? Und wenn der Markt hier Value macht und da unten vorher Value gemacht hat und der schafft es nicht nach oben, dann natürlich im Nachhinein ist es immer einfach. Ja? Aber man muss eben diese Sachen auch im Auge behalten. Und wenn er das bricht, wo war oben die Value zu dem Zeitpunkt? Und das tragt man sich im Prinzip in Chart ein. Ich mache das zumindest so und habe dann meine Zonen, wo zum Reagieren ist. Und kann in etwa abschätzen, wissen du es nicht. Ja, es ist 99% Glück, hat gestern wer gesagt, wo die Reise hingeht. Und wenn die Reise wohin geht, dass ich zumindest Zonen habe, wo ich reagieren kann. Ja, das zu dem Thema, das muss man wissen. Ja. Und dann hüpfen wir gleich rüber in das ganze Thema Scalping, weil das hat natürlich mit dem auch zu tun. Es gibt mehrere Arten und Weisen, wie man eben dieses Scalping betreibt. Ich zeige euch jetzt einmal die klassische. Dafür hole ich da immer meinen Dom rüber. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist ein relativ kleiner Monitor. Und da fängt es schon an zum interessant werden. Es gibt Händler, die verwenden nur diesen Dom. Ja, es gibt Händler, die verwenden ganz normal Volumen, Orderflow oder technische Analyse und steigen über den Dom ein. Das heißt, die verwenden Scalping-Techniken, um in den Trade reinzukommen. Und teilweise verwenden sie auch Techniken, wieder aus dem Trade rauszukommen. Ja. Was ihr hier seht, ist in der Mitte der Dom vom S&P 500 und daneben seht ihr den Nasdaq. Und es ist absolut, also in dem Fall fokussiert man sich jetzt auf den S&P 500, es ist absolut irrelevant, wie viele Limits oder sonstiges links daneben am Nasdaq gedreht wird, gehandelt wird, weil man kann das sowieso nicht mehr sehen. Ja, man sieht es einfach nicht mehr. Ihr seht, der Nasdaq ist sehr dünn und auch der S&P 500 ist seit Covid, da fehlen einfach irrsinnig viel Kontrakte. Ja, also vor 1,5, 2 Jahren hat man da drinnen noch 500, 600, 700 Kontrakte gehabt am Preis. Jetzt sind wir irgendwo bei 90, bei 120. Also das ist suboptimal. Was man hier aber sieht bei diesem Setup ist, links der Nasdaq und rechts der S&P 500 und das rennt jetzt live und ich hoffe, man sieht es. Wenn der Nasdaq einen Ausschlag macht, zieht eben der S&P 500 nach. Ja. Also der S&P 500 bewegt sich genauso wie der Nasdaq jetzt nach oben. Und nachdem eben der Nasdaq ein viel dünnerer Markt ist, bewegt sich der schneller. Ja. Und hier sieht man schon eines der Korrelationen, die zur Zeit stattfinden. Ja, das ändert sich auch immer. Also wenn, und deswegen hat man eben zu solch einem Setup, wenn man jetzt nur den Dom verwendet, mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu lesen. Also die, was das wirklich hardcore betreiben, und ich habe das jetzt auch einigermaßen richtig hergerichtet, die haben, so wie ich das immer habe, drei Smart Tapes. Ja? Die haben hier die kleinen, die haben hier die mittleren und die haben hier im Prinzip die großen Marktteilnehmer. Was macht der? Derjenige schaut am Bid und am Ask, ich hoffe, ihr wisst das alle von den vorigen Webinaren, also hier sind die Verkäufer, die mit Limit Orders die warten darauf, abgeholt zu werden. Und hier im grünen Bereich sind eben die Käufer auf der Limitseite, die warten, abgeholt zu werden durch Market-Käufer und Verkäufer. Das heißt, wenn hier wer viel Market kauft, hier, dann werden die weniger und dann haben wir wieder einen Abtick, wenn dieser Preis geklärt ist. Auf der anderen Seite ist es das Gleiche. Das heißt, man braucht Market-Verkäufer, um die Limits wegzufressen, um den Preis nach oben oder nach unten zu drucken. Ja, das ist ganz wichtig. Und was macht dieserjenige, der was eben nur am Dom scalpt und das ist wirklich
eine Hardcore-Disziplin. Das erfordert wirklich viel Übung und da muss man dabei sitzen, ich weiß nicht, stundenlang, monatelang, um das zu lernen. Der schaut, wie verhält sich hier zum Beispiel der Ask, wie viel rennt von den kleinen da rein, wird dieser Level wieder aufgefüllt oder nicht. Er schaut auch darauf, ob die Bid- oder Ask-Seite weak ist, sprich, ob die schwach sind. Ja, kann man zum Beispiel messen, indem man sieht, dass mit 30 Kontrakten oder jetzt nehmen wir, übertreiben wir mal 100 Kontrakte Kauf, bewegt er sich 2 Ticks nach oben, aber 100 Kontrakte Verkauf bewegt er sich mehrere Ticks nach unten. Und das ist komplett unabhängig, wie viele Limits in Wirklichkeit hier drin stehen, ja, weil wir nicht wissen, ob die von Algorithmen weggezogen werden oder nicht. Ja. Also ich habe gestern gelesen, dass 90% mittlerweile des Marktgeschehens Algorithmus getrieben sind. Das heißt, die sind schneller wie ihr, ja, die sind nicht angefressen, wenn sie verlieren, die sind nicht happy, wenn sie gewinnen, die handeln einfach. Ja. Und diejenigen, die was sich eben auf das verlassen und da reinschauen zum Thema Scalpen, die müssen wirklich on top sein, ja, dass man hier zustande kommt. Und wie gesagt, die beobachten, was passiert am Bid und was passiert am Ask und wo laufen die Orders rein und wie schwach oder wie stark sind eben die Parteien. Die schauen aber genauso, wo ist Value, weil wir früher darüber geredet haben. Ja? Die schauen anhand des Profils, wo ist Value. Manche brauchen nicht einmal das Profil, die schauen eben, wenn eben der Markt eine Zeit lang hier durch die Gegend handelt zwischen den Nullern und den 75ern immer wieder hin und her und keinen Ausbruch schafft, dann heißt das für manche, das ist Value da. Dann warten die da auf einen Ausbruch zum Beispiel. Ja. Was hier noch funktioniert ist, wenn Riesenorders reinkommen, zum Beispiel eine große Verkaufsorder, dann geht der Markt sofort runter, ja, frisst alle Limits weg und kommt aber wieder hoch, geht dann wieder runter. Das ist auch so ein Setup, was viele von den Profis handeln. Das heißt, die schauen, ob irgendwo eine große Bewegung, ein Vakuum entsteht. Der Kurs geht nicht deswegen rauf, weil wieder Käufer reinkommen zum großen Teil, sondern weil durch dieses Vakuum für ein paar Sekunden nicht so viele Limit-Orders hier im Buch drinnen stehen. Auf das schauen die. Ja, die schauen drauf, der Markt wird nach unten gedrückt, kommt hoch, weil eben zu dem Zeitpunkt ein paar Sekunden braucht, bis das wieder befüllt ist mit Limits und verkaufen dann rein. Ist zum Beispiel auch so eine Herangehensweise, was das Ganze betrifft. Ja, die schauen auch, was Market in den Markt gedrückt wird, ja, von der Quantity her, wie viel reingeht. Ja, also das sind die Extremen, die was ohne Chartunterstützung mittlerweile sowas machen. Und da gibt es noch einen zweiten Vorgang dafür. Und da werde ich schnell ein anderes Instrument laden. Gibt es mir eine Sekunde? Ich versuche irgendwas Dickeres zu finden. Ist mittlerweile eh schon schwer, richtig dicke Märkte zu finden. Gut. So richtig dick ist er nicht, aber er ist zumindest dicker wie der S&P 500. Wir sehen hier auch, was sich bewegt, ein wenig besser. Ja, also wir sehen gerade, der Kurs steht auf der 0,25. Es wird gerade verkauft. Ja. Machen wir einen Tape dazu auf, dass das besser sehen könnt. Kleinen Moment. Gebt es mir schnell eine Sekunde Zeit, damit wir sehen, was hier passiert. Mache schnell ein Smart Tape auf mit der 10 Jahre Treasuries. So. Macht das ein bisschen einfacher für euch, dass das Ganze, was wir nicht brauchen, hier nicht drinnen ist. So. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Wir brauchen nur das Volumen, den Preis. Gut. Jetzt seht ihr natürlich sofort den Unterschied zu einem dickeren Markt. Der dickere Markt bewegt sich natürlich nicht so schnell, weil viel mehr Limits da drinnen liegen und warten, dass sie gehandelt werden. Ja, jetzt werden wieder zwei gekauft, jetzt ist noch einer gekauft worden. Insgesamt sind das eben die drei, was gekauft worden sind hier. Und es sind jetzt 743 übrig. Dann wird wieder jede Menge verkauft. Ihr seht hier, 136 sind noch. Ihr habt einen kurzen Tick gehabt. Dieser Level wird wieder aufgefüllt.
obwohl jetzt 100 verkauft haben, es wird nicht weniger. Wir können uns das jetzt noch ein paar Sekunden anschauen. Sind wieder Limits abgezogen worden, jetzt sind wir auf 241, 242, jetzt sind wieder 377 drauf, hat wieder Limits dazu, also gestackt zu diesem Level. Ja, und die 25 sind Geschichte. Jetzt sind wir auf 20. Jetzt haben wir im Prinzip alle Limits, die da drinnen waren, weggeklärt und jetzt sind wir auf dem nächsten Level. Das heißt, wir haben einen Downtick gemacht. So, was früher Zeiten gut funktioniert hat, und das ist im Prinzip, dass Trader diesen Spread gehandelt haben. Das heißt, die haben von der Ask auf die Bid-Seite oder von der Bid-Seite auf die Ask-Seite gehandelt. Und das ist auch der echte Grund, weil jetzt im S&P 500 oder im Nasdaq, vielleicht im S&P 500, habt ihr den Q. Das heißt, ihr wisst, auf welcher Stelle von diesen 123 stehen wir. Ich bin auf 125. Stelle, 110., 92. und jetzt bin ich gefiltert worden. Ja. Jetzt habe ich mich mit Limit auf dieser Seite auf den Verkauf gestellt und hier bin ich auf Q524 in der ganzen von 913, von 800 auf 58, 7. So, und ich hoffe, ich kriege noch einen Downtick hier drauf. So, also was die machen, die kaufen sich hier ein und verkaufen sich im Spread. Das heißt in Wirklichkeit für denen, die das machen, die kommen im Prinzip hier rein, sind plus minus null. Wenn der einmal runter verkauft, ist er mit einem Tick raus. Ja? Wenn aber der gleiche Market reingeht, kriegt er ja den schlechteren Preis. Ja? Das heißt, wenn ihr Market jetzt kauft, dann seid ihr im Prinzip hier oben drin. Das heißt, im Prinzip seid ihr schon einen Tick quasi hinten. Ja? Also wenn ihr Limit reingeht und ihr macht im Monat oder im Jahr 200 Trades, ja, und ihr macht es immer mit Limits, dann habt ihr im Prinzip 200 Ticks gespart. Das könnt ihr euch einmal durchrechnen. Ja? Und dann hat man noch immer die Möglichkeit, wenn er wirklich einen Tick gegen einen läuft, dass man hier im Prinzip Market rausgeht oder eben Limit rausgeht, weil man ist im Spread. Ja? Man ist im Spread, man handelt im Spread. Ich probiere das Ganze jetzt noch einmal zu machen. Also, die schauen hier rein. Wie schaut es aus mit dem Kauf-Verkaufsdruck? Die schauen sich das an, sagen jetzt da, warum auch immer, sie verkaufen eben hier. Die sind noch nicht gefilt. Ja? Auf 300, auf 200. Das ist die Position, die man im Q hat. Ja? Und sobald die gefilt sind, stellen sie sich mit dem Limit auf der anderen Seite. Das heißt, die verkaufen in Spread. Ja? Das ist in Wirklichkeit das, was Market Maker in Wirklichkeit machen. Ja, oder gemacht haben, was heute vollautomatisch abläuft. Ja. Jetzt habe ich den Fill bekommen, stelle mich da oben rein auf der anderen Seite vom Spread, bin jetzt aber auf 686er Position. Ne? Ich muss eben warten, bis die anderen diese weggekauft haben, bis ich mit der Position nach vorne rutsche. Und mir rennt der Kurs natürlich wieder weg. Na, schlecht. Ganz schlecht. Ja. Aber das ist, wenn es um Spread Trading geht, wenn MWR interne Spreads eines Finanzinstruments handelt. Die sind ganz auf Zack und die haben natürlich den Q im Auge. Ja, die haben jetzt zum Beispiel eine gute Chance gewesen, wenn man einen Verkauf startet, da waren nur 33. Ja. Das heißt, man kommt dann rein im Q irgendwo bei 35, ja, und wenn ich dementsprechend Druck auf einer Seite habe, dann werde ich abgeholt und ich kann einen Tick mitnehmen. Ich weiß, es ist sehr zach, aber das gibt's, ja, und es gibt Leute, die praktizieren das und es funktioniert. Ich selber mache das nicht, aber es ist hochinteressant, ja. Einfach nur in dicken Instrumenten Spreads verkaufen. Natürlich ist das Risiko sehr gering bei solchen Geschichten, ja, aber man muss natürlich auch dahinter sein, wie immer, dass man sich das nicht davonlaufen lässt.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das im Auge behaltet. Also das ist die zweite Variante, die es gibt. Das ist eben meiner Meinung nach Hardcore-Scalping, die was eben Spreads handeln. Ja. Also wir sind hier reinkommen im Prinzip, können hier im Prinzip rausgehen. Ja. Haben einen dicken Gewinn gemacht. Ne? Ist nur in sehr dicken Märkten zu machen. Wenn ich das jetzt da kurz im Demo hernehme und euch zeige, wie das am S&P 500 oder am Nasdaq ausschaut, da hast du keine Chance. Ja, da brauchst du auch keinen Q. Für was brauchst du dann Q? Da bist du Zweiter. Wie willst du da an Spread handeln? Das geht nicht. Das ist eben der Unterschied zu dicken und dünnen Instrumenten. Ja, du kannst dich schon irgendwo hier einkaufen. Du wirst sofort gefiltert natürlich, weil nichts da ist. Ja. Und kannst da oben im Prinzip wieder verkaufen. Da musst du halt schnell sein. Ja. Also das ist alles relativ ein Wahnsinn. Ja. Und kann ich mir natürlich hier hinten stellen, kann sofort im Prinzip meine Orders sichern und nachziehen. Ja. Also, aber wie gesagt, der Dom macht im Prinzip hier drinnen, außer für die Klicks, für die Ausführung, macht er in sehr dünnen Werten, macht er überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ja. Gut, gibt es Fragen dazu? Wenn es keine Fragen gibt, machen wir weiter im Programm. Die zweite Möglichkeit, und das ist eben der klassische Dom, und man schaut in die Times and Sales Liste und versucht sich das klassisch eben anzuschauen und auszuführen, was wir da jetzt gemacht haben. Und es ist jetzt völlig egal, ob ich jetzt einen Ansatz habe, der rein auf das abzielt, was hier in die Instrumente und in der Times and Sales Liste abgeht, oder eben, und auf das plädiere ich halt, wenn man sein Setup hat und Einstiegssignale sucht, ja, dass man die Ausführung hier über die Limitseite macht. Also ihr spart euch, wie gesagt, ihr kriegt es beim, anstatt Market rein und rauszugehen, über ein Limit rein und rauszugehen, das sind zwei Ticks. Ja, das sind in Wirklichkeit zwei Ticks. Weil wenn ihr hier jetzt Market drückt, kriegt ihr den Preis. Ja, ihr kauft es im Prinzip den einen ab. Also da ist zum Aufpassen und zum Machen. So, die modernere Art und Weise, was auch viele machen, es schaut ein wenig anders aus, ist das Ganze so abzuhandeln. Wir haben jetzt da den Dom im Prinzip links mit der Preisachse und hier sehen wir die Stücke. Das Einzige, was wir hier nicht mehr sehen, beziehungsweise mit dieser Einstellung nicht mehr sehen, ist, wie viel aktuell Market gehandelt wird, verkauft und verkauft wird. Ja, ich kann hier genauso meine Orders reinsetzen und alles. Das ist überhaupt kein Thema. Was ich hier halt sehe und abtragen kann, ist, wie groß und wie verhalten sich die Limit Orders im Buch. Ja, das kann ich mir hier schön anschauen. Ich sehe hier auch, wenn große Marktteilnehmer kommen, das ist relativ schön. Das ist quasi die moderne Art des Doms. Manche haben es halt lieber so, manche möchten es halt lieber klassisch haben. Und hier kann man natürlich auch alles einstellen. Man kann sich filtern, wenn große Sizes reinkommen, dass man das nicht übersieht. Und im Moment ist es halt gerne so, dass der Markt gern zu Marken läuft, wo eben Liquidität liegt. Ihr dürft es nicht vergessen, vor Covid ist, wie gesagt, der Markt um als 5 oder 6 Wochen dicker gewesen. Das heißt, die ganzen Institutionen und größeren Marktteilnehmer haben ja ein leichtes gehabt, ihre Positionen bzw. ihre Größen in den Markt zu kriegen. Ja, jetzt haben wir allgemein dünnere Märkte und es ist natürlich für diese viel schwieriger, mit so wenig Liquidität auszukommen. Also im Moment ist die Liquidität gerade eher ein Magnet. Ja. Also der Kurs bewegt sich gerne dorthin, wo extrem viel Liquidität liegt. Und man sieht auch schon, wie da die Verteilung ist. Ja. Also wir haben im Average irgendwo so zwischen 60, 70, 80 Stücke drinnen liegen im Buch und dann haben wir eben Zonen, ja, wo das Ganze höher liegt. Und dann haben wir Einzelpreise, wo das Ganze weit höher liegt. Und das ist eben zum Anschauen. Und das hat es früher so in dem Ausmaß nicht geben. Ja, da hast du, wie gesagt, einige 100 Kontrakte am S&P gehabt und seit eben Covid, ich weiß nicht, was mit den Märkten in Wirklichkeit passiert ist, ja,
Es ist halt so, es ist die Liquidität weg und es ist aber durchgehend so. Das hat nichts nur mit dem S&P 500 zu tun. Es ist durchgehend irgendwie keine Liquidität mehr auf der Limitseite auf den Märkten. Und man muss sich natürlich auch wenn man das Thema Scalping angeht, auch immer über so Sachen Gedanken machen, dass sich die Märkte halt ändern. Also es ist heute der Handel mit dieser Präzision ganz anderer, als wie er vor 2, 3 Jahren war. Ja. Und was sich noch ändert für Leute, die scalpen und allgemein, ist sich einfach den VIX auch anzuschauen. Ja. Also wenn er hoch ist oder wenn er tief ist, der Markt verhält sich einfach anders. Es verändern sich die Targets, es verändern sich der Stopp. Ja. Wenn eben mehr Volatilität am Markt unterwegs ist oder nicht, wenn er sich viel bewegt, habe ich natürlich ganz andere Ziele und Stops zu setzen, als wie wenn er sich nur 2, 3 Ticks bewegt. Und das machen auch viele nicht. Ja. Die wundern sich dann oft, dass eine Zeit lang gut geht und dann auf einmal geht es nicht mehr. Und wenn man die Sachen nicht am Schirm hat, dann weiß man aber nicht, warum es nicht mehr geht. Ja, weil sich eben der Markt ständig auch verändert. Und so Sachen würde ich euch ans Herz legen, dass ihr unbedingt anschaut. Ja. Also es ändert sich die Liquidität, es ändert sich, wie schnell das Ding läuft, es ändern sich so viele Sachen. Und mit solchen Tools kann man die halt tracken und da kann man eben schauen. Ne? Und ich bin halt ein Freund, ich bin ein sehr visueller Typ, ich tue mir relativ schwer die ganze Zeit auf haben wir da jetzt noch einen Dom offen, die ganze Zeit auf den Bid und Ask zu schauen, wie sich das eben mit den Zahlen verändert, ob der wieder aufgefüllt wird oder nicht, das ist alles super, aber ich bin halt ein Freund davon, dass ich sehe, was passiert und ich bin ein sehr visueller Mensch, ja, und da ist halt jeder anders, wie gesagt, ich habe in meinem Bekanntenkreis wirklich, ich sage das jetzt nicht negativ abwertend, Freaks, ja, aber der schaut da auf die Zahlen und das sieht das Bullying, Stacking, sieht er innerhalb von Sekunden und das triggert dem natürlich. Ne? Und nachdem jeder von uns anders ist, ist das halt, ist halt die Herangehensweise auch andere von den ganzen Geschichten. Ja. Michael? Ja? Ich glaube, im Chat wollen sehr viele Leute gerade wissen, wie man zu dieser Ansicht kommt. machen wir gleich. Okay, alles klar. So, jetzt haben wir so ein Ding, es ist hochgekauft worden und der Markt wird höchstwahrscheinlich wieder ein bisschen, wenn nicht Anschlusskäufer kommt, wieder ein bisschen zurückkommen. Und das ist genau sowas. Ja. Jetzt ist ganz kurz, man sieht es auch hier an der Liquidität, raufgekauft worden, der Markt ist wieder ein bisschen zurückgekommen. Ja, weil eben für einen Bruchteil von ein paar Sekunden die Limitseite einfach leer gereimt war und dann musst du eben aufpassen, ob es möglich ist, mit wenig Kontrakten den Markt wieder runterzubringen. Ja. Dann glauben manche immer gleich, jetzt sind wieder die Verkäufer da, dabei waren das irgendwelche kleinen, die was jetzt gerade in dem Moment draufgedrückt haben auf den Verkauf, ja, die was den Markt dann im Prinzip runterbewegt haben, was aber nichts gegen die ursprüngliche Bewegung ist. Ja. Und das kann verschieden ausfallen. Ja. Das kann sehr ausgeprägt ausfallen, das Ganze. Das waren jetzt da 112, 90, 67, 103, also es waren irgendwo zwischen 300 und 400. Der Kurs bewegt sich natürlich wieder auf die Liquidität zu, so wie wir vorher besprochen haben. Unten ist die Liquidität raus. Ja. Und das sind also Sachen, was die Scalper oft gern mitnehmen. Ja. Also wirklich, wenn wir einen großen Button drückt und einfach die Levels freiräumt darauf, das waren übrigens um die 12 Ticks, ja, dann warten die ab, dass eben durch das Liquiditätsvakuum, das da unten entstanden ist, gehen die dann rein und können halt relativ super eng stoppen, wenn man eben am Scalping unterwegs ist. Das ist ein großer Vorteil. Ne? Und die Liquidität, die da gelegen ist, der hat sich der jetzt geschnappt. Ne? Das waren in Wirklichkeit mehrere, aber der eine mit 251, 208, 94, das ist erledigt und man sieht hier, es ist sofort Liquidität wieder in den Markt reingekommen. Ja? Also da ist nicht wirklich jetzt großartig was entstanden. Und so kann man sich das anschauen. Und ich finde es auch toll, jetzt muss es nicht unbedingt der Handel per se sein, aber um ein bisschen ein Marktverständnis für das Instrument, das man handelt, zu bekommen. Ja. Man sieht mit der Zeit hier auch Algo-Patterns. Also das, man sieht wirklich manchmal, wie die reinkommen und unter dem Preis nachfahren und den Kurs in eine Richtung drücken. Es ist einfach hochinteressant, sich das Ganze auch anzuschauen. Ja. Und achtet einfach einmal drauf, wenn wirklich eine große Order kommt, die extrem viele Preise abräumt, der Kurs läuft meistens zurück, sehr oft, ja, sehr, sehr oft. Und nicht durch einen anderen Marktteilnehmer, sondern weil einfach der Handel ja weitergeht, obwohl der Große jetzt einfach die Limits abgeräumt hat. Ne? Und dann schaffen es natürlich im Kleinen hier, dass mit wenig Size der Markt irgendwo hin zurückbewegt wird. Und das ist was man sich ausnutzen kann. So, jetzt werden wir kurz mal auf die Fragen gehen. Gut.
Ich muss mal scrollen. Es ist ja wirklich viel. So. Ob man sich den DOM und das Smart App genauso bei Atlas runterladen kann, wie ich es hier habe, kann man so nicht. Ich kann es aber bereitstellen, indem es ihr einfach auf eine E-Mail schreibt, auf de.support@atlas.net. Ich schicke euch das Template. Ja, das soll kein Problem sein. Ja. DOM und Smart App, das ist kein Thema. Aber aufpassen, das ist eben eher für den S&P hergerichtet und nicht für andere Instrumente verwenden. Da muss man die Filter anders setzen. Ja. Aber kann ich euch geben, ist überhaupt kein Thema. Für das bin ich ja da. Ja. Und ja, und so kann man sich das Ganze eben anschauen. Ganz interessant ist es auch, wenn der Kurs irgendwo läuft, so wie jetzt, ist im Prinzip unter den Kurs Liquidität reingeschoben worden. Na? Und das ist halt ganz interessant, ob die hält oder ob die weggezogen wird oder nicht. Jetzt ist noch ein Level dazu gekommen an Liquidität. Das heißt, hier im Prinzip auf der Unterseite gestützt. Ich weiß nicht, ob Sie das gut mitsehen können jetzt am Schirm. Das ist jetzt alles live. Hier wird halt vor der Unterseite Liquidität reingeschoben. Ja. Und was dann halt der Fall ist, hier ist Liquidität geschoben worden und vom anderen gleich im Prinzip absorbiert worden wieder. Der hat sich die geschnappt. Ja. Der Liquiditätslevel ist verloren gegangen. Jetzt hat der zweite auch auslassen. Jetzt gibt es da keine Liquidität mehr, was den Kurs nach unten stützt. Ja. Und das sind so Sachen, was man sich anschauen kann. Das sind jetzt nicht wirklich große Sizes, aber wenn dann, der Markt ist sehr dünn, aber wenn dann irgendwie Limits auftauchen mit 300, 400, 500, ja, die können natürlich eine Bewegung, wenn der nachgelegt wird, das heißt, der Level wird angelaufen, das werden einfach nicht weniger an Limits, die können dann wirklich eine Marktbewegung stoppen. Ja. Ja, da ist auf der Limitseite einfach so viel auf der Hinterhand noch, das was man jetzt sieht, das was immer wieder nachgeschoben wird in den Markt, ja, dass eben der Kurs zum Stehen kommt. Ja. Und es hat einfach keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was derjenige vorhat in Wirklichkeit. Ja, es ist einfach so, wie es ist. Die großen Trades sind, wir werden nie drauf kommen, was jetzt wirklich die Intuition ist von dem Ganzen, was da passiert. Es ist auch absolut wurscht. Ja. Man sollte halt einfach schauen, ob man sich da aus diesen Informationen auch ein bisschen einen Vorteil außer generieren kann. Ja. Hier oben wieder wäre Liquidität reingelegt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht, jetzt haben wir relativ spät schon, es ist jetzt nicht gerade der Wahnsinn. Was aber im Umkehrschluss interessant ist, ist zum Beispiel am Vormittag am S&P 500, wo ja eigentlich nichts los ist, weil die Amerikaner fehlen mehr oder weniger, wenn dann große Limit-Orders in den Markt kommen. Das ist nämlich ganz hochinteressant, weil da ist es oft so, dass die Market-Teilnehmer diese Marken einfach nicht schaffen. Ja, die schaffen es nicht. Da liegen 400 drinnen und es gehen in der Sekunde, was weiß ich, 20, 30 Kontrakte durch, weil einfach nicht so viel los ist am Markt. Die schaffen dann die Levels einfach nicht. Ja. Also das sind alles Sachen, die schaut man sich an. Und meiner Meinung nach fürs moderne Scalping ist so eine Heatmap Gold wert. Ja. Also da geht es dann wirklich oft nur um 2, 3, 4 Ticks. Wobei ich persönlich wieder das Problem habe, wenn ich so kleine Targets mitnehme, wo der Stopp muss auch dementsprechend eng sein. Und da muss man sich immer anschauen, wie eben die Märkte laufen, wie steht der VIX, läuft der Markt schnell, wie viel Range haben wir. Ja. Wir sind wieder bei der Liquiditätszone da oben. Ja, die ist auch angetriggert worden, sieht man hier schön. Wir haben 183 drauf gehabt, wir haben noch immer 183. Das heißt, die wird reingehandelt, es sind noch immer 184 drauf, da ist was dahinter. Das wird nicht weniger. Irgendwann wird es weg sein. Aber 188, jetzt ist ein großer Reinkommen. Der hat jetzt noch einmal gekauft, 141 und hat diesen Level eliminiert. Ja. Und so frisst sich der Kurs im Prinzip durch die Liquidität und wird anzogen. Ja. Und wenn derjenige, der hier natürlich jetzt seine Stücke untergebracht hat auf der Limitseite, noch 2000 in der Hinterhand hat, ja, und wir tickern hier rein, wir tickern rein, wir tickern rein und es passiert nichts. Wir kriegen keine Bewegung nach oben, geben irgendwann einmal die Verkäufer auf und dann hast du eine Gegenbewegung. Ja. Dann sagen sie, wir schaffen das nicht. Oder es ist halt von den Marktteilnehmern sehr viel hat da reingekauft. Ja, und dann sind wir wieder beim alten Thema, wenn die hier gekauft haben und der Kurs dreht ab, weil die Liquidität hier nicht abnimmt, sondern weil hier einer wahnsinnig viel Size hat in der Hinterhand. Viele werden dann im Prinzip bei der Gegenbewegung wieder verkaufen. Ne? So, dann haben wir das. Jetzt machen wir noch geschwind ein paar andere Fragen. Template, Template.
in welche Märkte die Liquidität fließt, das kann ich hier nicht feststellen. Das kann ich nicht feststellen. Ich habe hier noch einen Chart vorbereitet. Also hier am Chart kann ich es nicht feststellen. Man kann natürlich schauen, ob die Liquidität allgemein aus den Aktienmärkten rausgehen und woanders reingehen für Korrelationen. Und das ist dann eher mehr das Risk-on, Risk-off-Szenario, was man hat. Das können Sie mal googeln, wie sich die Märkte verhalten. Das ist natürlich auch sowas, was ich am Schirm habe. Hier habe ich die 10 Jahre, die 5 Jahre und die 2 Jahre. Und da sehe ich auch, wenn die alle am Tief sind und neue Tiefs machen, wie sich das Ganze verhält. Und Korrelationen sind nicht immer gleich. Ja. Hier haben wir den Nasdaq. Da schaue ich, sind wir am Tagestief, sind wir am Tageshoch. Das Gleiche habe ich hier am Bund. Hier schaue ich sogar, ob er mir die Open Range, wie er mir die verlässt. Ja. Zieht dann die anderen Märkte mit. Hier habe ich den Dow, der ist gerade am VWAP. Prallt der am VWAP ab? Wie verhalten sich die anderen Märkte? Macht der Nasdaq neue Hochs und der S&P 500 steht vor den neuen Hochs? Ja, dann kann man sich ja überlegen, ob nicht vielleicht der S&P 500 auch neue Hochs macht, wenn die beide gleich stehen, aber der Nasdaq ist schon ausgebrochen zum Beispiel. Ja, ob das dann ein Fake-Ausbruch ist oder ein nachhaltiger, das wissen wir vorher ja nicht. Aber das sind halt so Sachen, wo man sich die Korrelationen zur Hand nehmen kann und wo man sich doch ja, was ableiten kann aus der ganzen Geschichte. Ne? Der Nasdaq selber, der korreliert wahnsinnig mit den großen Stocks. Ja? Apple, Google, Amazon. Wie schaut es mit den ganzen Stocks aus? Ziehen die den Index nach unten? Wenn der Index nach runter geht, wie schaut es dann mit S&P 500 aus? Geht der mit nach unten? Machen wir neue Tiefs? Ja? Sind wir am Tagestief abgeprallt? Wie schaut es bei den anderen Märkten aus? Hier, hier. Das sind Korrelationen und das müsst ihr euch anschauen. Ja. Also es gibt Leute, die halten gar nichts davon, ich stehe drauf. Ja. Ein bisschen Korrelation. Und die Intermarket-Korrelation, was es gibt, wo eben sagt, ja, wenn das Öl hochgeht, ja, dann wird alles teurer und so weiter und so fort, das drückt auf die Wirtschaft, das kann man sich natürlich anschauen. Ja. Gut, da gibt es noch Fragen. Der Frank fragt, ob er im Dom die Limits schon mit einem Klick verschieben kann, ist schon in Arbeit. Das heißt, es wird Drag and Drop. Bis jetzt, ich weiß nicht, ich habe hier die Alpha-Version laufen, sollte irgendwas mal crashen. Ich probiere es geschwind, ob sie das schon eingespielt haben, das Ganze. Versuchen wir das mal. Oh. Also bis dato ist es noch nicht drinnen. Es ist Klick und noch einmal Klick zum Verschieben. In Zukunft wird es Klicken, Verschieben, Loslassen und dann ist das Ganze schneller. Was wir hier schon drinnen haben, ist natürlich, was ihr hier seht, weiß nicht, einige von euch kennen das vielleicht schon, haben den Dom schon mal verwendet. Wir haben jetzt im Prinzip die ganze Spalte markiert, damit wir immer wissen, wo die Limits liegen. Es ist, war eine gute Vorgabe von einem Kunden, der was das wirklich intensiv nutzt, ja. Da haben wir das drinnen und wir haben hier auch drinnen im Prinzip in den Settings, hier unten haben wir noch die Möglichkeit, die Refresh-Rate raufzudrehen, dass eben sehr viel Ressourcen reingedrückt werden in den Dom, dass der einfach die Refresh-Rate irrsinnig schnell ist. Ja, aber es ist noch nicht drinnen, dieses Verschieben bei Drag and Drop kommt in Kürze. Ja. Haben wir das auch beantwortet? Wie komme ich zu dieser Ansicht? Die Frage ist, welche Ansicht? Weil wir doch relativ viele Ansichten haben. Aber ich denke, dass hier die Heatmap gemeint ist und wir können uns die kurz aufbauen zusammen. Dauert nur ein paar Sekunden. Dazu nehmen wir einen Chart, diesen S&P 500. Ich schmeiß da mal alles raus, was wir nicht brauchen. So, und ich mache da meistens draus, brauche ich nur einen Tag Historie. Und dann mache ich draus einen 1-Sekunden-Chart. So, jetzt habe ich mal einen 1-Sekunden-Chart. Diese Candles im Sekunden-Chart brauche ich nicht. Die blende ich aus. So, jetzt ist nichts mehr drin in dem Chart und dann lade ich den Indikator DOM Levels. Zack.
Den muss man sich dann natürlich einstellen, wie man es gern hätte. Und man kann hier in den DOM-Levels-Indikator noch die Bid- und Ask-Linie dazu machen. Zack und zack. Ich hoffe, ihr habt das schon drinnen in der neuesten Version. Das kommt sonst auch demnächst für euch. Und dann im Prinzip muss man sich das natürlich pro Markt einstellen. Ja. Man muss natürlich darauf achten, ab wann. Der sagt hier, ab 100 fängt er an zu rechnen. Ab 100 haben wir gesehen, das ist jetzt schon mehr als die Durchschnittssize, die was am S&P ist. Das heißt, wir müssen da 5 runtergehen zumindest. Und dann kann man sich je nach Geschmack und Chart kann man sich ja auch verschiedene Heatmaps drüberlegen über das Ganze. Ja, machen wir das einfach mal mit grün. Und da sieht man im Prinzip, umso grüner dass das Ganze wird, umso mehr Size ist da. Ich habe es halt gern, dass es so eine Art Wärmebildkamera abgibt oder eben eine Art klassische Heatmap, wo man dann wirklich sieht, dann stellt man sich das ein mit Kontrast und so weiter und so fort. Und dann sieht man da schon, dass hier mehr liegt als wie hier, ne? Und dass hier was dazugekommen ist. Zusätzlich kann man sich dann verschiedene Tools reinschmeißen. Da gibt es dann diesen Scalping Dome. Ja, das ist jetzt als Default, was ich reinlade. Der in Wirklichkeit auch noch zum Einstellen ist, wie man das braucht, dann sieht man hier auch die Sizes und kann hier schnell im Prinzip Orders abgeben in den Markt. Also das zu dem Thema, wie man es braucht. Also ich bin eher der Fan von dunkler Ansicht. Ich mag das auf dem weißen Schirm nicht so. Aber so in Wirklichkeit, so baut man sich die verschiedenen Tools in Atlas zusammen und das ist ein großer Vorteil, dass man da halt relativ flexibel ist und wirklich dazu packen kann und wegpacken kann, was man nicht braucht, was man braucht, was eben zu sich selber und zu dem Ganzen passt. Ja. Wir erarbeiten gerade in Wirklichkeit diese ganze Heatmap. Ja. Die kriegt gerade ein Riesen-Update. Da kommen einige Sachen dazu, sowie auch der adaptive Volumen-Adapter, adaptive Volumen-Big-Trades. Geschichte, na, ihr kennt es, da zoomt man rein und dann hat man im Prinzip, sieht man, wo große Order liegen, beziehungsweise größere. Und wenn man mit der Maus drüber fährt, dann sieht man eben, wo am Bid und am Ask was verkauft worden ist. Das sind schon die Projekte, was wir jetzt in Zukunft bringen werden. Das wird es in Delta geben und in verschiedenen Optiken zum Auswählen. Und das kommt demnächst für euch. Ich gehe noch ganz kurz ein paar Fragen durch, weil doch einige da sind. Dieter fragt, wo man das Template bekommt, einfach per E-Mail bitte. Ich schicke euch das. Welche Datenpakete und Anbieter gibt es für viel Markttiefe? Es gibt viele Anbieter. Ja, es gibt viele Anbieter. Es gibt CQG, es gibt Rhythmic, es gibt DXFeed. Da muss man nicht unbedingt irgendwo zu einem anderen Brokerhaus gehen. Da kann man sich einfach extern bei DXFeed Daten buchen, die eben die ganze Markttiefe abbilden für diese ganze Sache. So, was ist ein 18-Range-Chart? Gut, das machen wir auch noch geschwind durch. Ich schmeiße damit alles raus mit den neuen Funktionen. Geht der flott. Ah, dann machen wir einen neuen. Gut, was ist ein Range-Chart? Es ist zwar off-topic, aber wir können das ja mitmachen. Also der Sekunden-Chart, wie ihr es jetzt, da habe ich jede Sekunde eine andere Candle mit High, Low, Open, Close, je nach Sekunde. Wenn ich auf den Range Chart gehe, dann braucht der Kurs im Prinzip 8 Ticks für einen 8 Range Chart, um eine neue Kerze zu machen. Vorteil, wenn man mit solchen Charts arbeitet, ist definitiv, dass der Zeit ungebunden ist. Das heißt, wenn der jetzt, dass sich keine 8 Ticks bewegt für die nächsten 3 Stunden, haben wir nur eine Kerze. Das heißt, da machst du dir viel Marktrauschen raus und du hast in Wirklichkeit Preisbewegung. Du kannst das auch 18 Range Chart machen, also je nachdem welches Instrument. Ne? Und dann hast du im Prinzip Preisbewegungen, das ist so ähnlich wie Renko. Dann hast du Preisbewegungen, die eben Zeit umgekoppelt sind. Man sieht schön, diese Candle ist 18,47, diese ist 18,38. Die nächste ist 18,37. Das heißt, da war jetzt viel Bewegung, habe ich 2 Candles gekriegt. Und wenn ich keine Bewegung habe, in irgendeine Richtung, kriege ich auch keine Candles. Aber ist, wie gesagt, Zeit entkoppelt. Da geht es nicht um Minuten, da geht es nicht um 5 Minuten Kerzen, da geht es wirklich nur um Bewegungs-, ich sage mal Bewegungskerzen, trifft es relativ gut. Ja.
Da gibt es halt verschiedene Algorithmen dafür, ja, die was mit Reversals umgehen und so weiter und so fort. Auch ein Delta-Chart ist zeitentkoppelt und der Volumen-Chart auch. Hier kriegst du eine neue Kerze, wenn Delta plus 50 ist. Ja. Das sind Sachen fürs Research, das solltet ihr euch anschauen. Hier kriegt ihr neue Candle, wenn mehr wie 500 Volumen gedreht worden ist. Ist auch interessant. Ja. Und wenn man die Zeit weglässt, hat man weniger Rauschen drin, meiner Meinung nach. Ja. Das heißt, man sieht Patterns besser, man sieht Bewegungen besser, als wie in einem Chart, der was unweigerlich alle Minuten eine neue Kerze macht. Egal, ob jetzt viel Bewegung drinnen ist oder nicht. Dass Sascha fragt, ob mehr globale Werkzeuge geplant sind, natürlich. Es sind alle Zeichenwerkzeuge, die es in Atlas gibt, global geplant. Das ist auch schon in Entwicklung. Ja. Jetzt ist es ja so, wenn ich zwei Charts habe, ich mache das geschwind für euch. Jetzt haben wir da, nehmen wir da was weiß ich, Standard, no, nicht 5 Sekunden machen wir nicht. Wir machen hier einen Stundenchart, wir machen hier einen, keine Ahnung, einen M5. Okay, machen wir einen M5-Chart. Haben wir hier den M5 laufen, hier haben wir einen Stundenchart laufen. Ja, und ich komme jetzt drauf, dass im Prinzip ich habe eine Zone irgendwo hier gefunden. Ja, das ist bei mir alles wegen dunkel, ist es bei mir hier ein wenig blöd. Ich stelle das schnell um, dass ihr es seht. So, ich habe hier eine Zone gefunden. So, und ich möchte jetzt diese Zone im M5 haben, dann mache ich Steuerung C, gehe auf dem M5 und mache Steuerung V. Dann habe ich diese Zone oder Trendlinien oder andere Linien direkt im anderen Chart. Und das, was wir entwickeln, ist im Prinzip, dass das, man kann sich dann auswählen, welcher Chart verbunden ist mit dem anderen und der zeichnet das dann automatisch noch. Ja. Das ist eben so geplant. Und wenn ich hier drauf komme, dass ich, weiß was ich, dass ich da irgendwo einen Trendkanal habe, hier, zack, und ich möchte es im Kleinen anschauen, dann habe ich mal den Trendkanal im Prinzip mit Copy-Paste, ihr seht, das geht unter einer Sekunde in Wirklichkeit in den anderen Chart rein. Das einzige Objekt, das was testweise bei uns drinnen ist, was das automatisch macht, ist eben die globale Linie. Wenn ich die hier zeichne, dann sollte die hier automatisch drin sein. Und wenn ich die hier verschiebe, verschiebt sich es dort auch. Und das haben wir halt in Zukunft mit allen Zeichenwerkzeugen. Das ist hochgefragt und da sind wir schon dabei, dass wir das entwickeln. Ja. Gut, gibt es noch Fragen? Gibt noch Fragen? So. Ah, verstehe ich die Frage nicht. Der Wilfried sagt, ja, normaler Range-Chart ist ihm klar. Range X, XV und Z und US. Ob es Sinn macht, hier ein eigenes Webinar zu machen, macht wahrscheinlich schon Sinn, aber auf der anderen Seite darf ich über die Kalkulation nicht reden. Ja, das ist leider Gottes so. Diese Charttypen stehen unter NDA. Das heißt, da wird nicht drüber geredet, was wirklich in Wirklichkeit intern hier berechnet wird und. Ich weiß selber nur, dass es ein Teil an Reversals und Volumen ist, was da zum Teil reingerechnet wird. Ich darf drüber nicht genauer sprechen. Ich weiß es auch selbst nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Leider. Saisonalitäten gibt es in Atlas noch nicht, weil das die nächste Frage ist. Ist aber ein heißes Thema. Ja, aber ist sicher nicht vor Mitte nächstes Jahres oder Ende des Jahres eingeplant. Wir haben so viel auf der Agenda, eben die neue Heatmap, wir haben das Risk Management Tool, das was kommen wird. Es ist am Market Replay noch einiges zu verbessern und zu erweitern, aber Saisonalitäten ist ein ganz heißes Thema, ja. Also ist sicher nicht, vor allem in Kombination zu den COD-Indikatoren, ist das sicher keine schlechte Sache. Ja. Ob wir ein Webinar zum Market Profile machen können? Natürlich können wir ein Webinar zum Market Profile machen. Ja. Gut, das war's von den Fragen her. Ziemlich alles. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz 3 Minuten damit verbringen, aus meinem Chartverbund noch was rauszusuchen, um einfach Kleinigkeiten nicht zu vergessen. Ich habe hier zum Beispiel bei mir privat laufen
diesen Chart. Nach dem letzten Webinar haben mir einen Haufen Leute gefragt, was ist denn da eigentlich los? Das ist für mich im Prinzip nur, damit ich in etwa ein bisschen Price Action sehe und ein bisschen sehe, was an Bewegung los ist. Ja. Der Chart tut nichts anderes. Das ist ein 8-Range-Chart. Der ist wieder nicht preisgebunden. Ich habe ihn aber auf Linienchart gestellt. Ja. Und der zeigt mir halt relativ schnell, wenn man von unten rauf, und hier habe ich dann VWAP und eine EMA, klassische. Ja, ich habe hier auch gleitende Durchschnitte drin, warum auch nicht, das sehen ja auch andere. Und was ich hier unten sehe, und das ist eigentlich der Hauptgrund von diesem Chart, ist, ich habe die Times and Sales Listen hier in einen Indikator gepackt. Die grüne Linie sind ausschließlich ein Lot Trader, die ich hier filtere. Die roten sind die, was extreme Size fahren. Die blauen sind 1 bis 20 Kontrakte, glaube ich, sofern ich mich nicht täusche. Und die gelben sind 20 bis 90 Kontrakte. Ja. Und da sieht man dann schön, nicht immer natürlich, man sieht halt schön, wer die Bewegung pusht, ja? wer im Prinzip oben. Man sieht auch gerne, wenn jetzt da alles nach oben geht und die kleinen Einlot-Trader, wie wir es alles dann verkaufen, die sind dann halt diese, die was diese Bewegung anfeuern. Und weil wir gerade einen Range XV haben, habe ich hier auch zum Beispiel einen kleinen Chart. Ja, der ist auch im Prinzip, der tut nichts anderes, als wir Bewegungen schöner darstellen, weil er eben zeitungebunden ist. Ja, man kann sich hier genauso Durchschnitte reinsetzen und das setzt man nicht rein, weil es irgendwo in einem Buch steht, den Wert sollte man verwenden. Man schaut einfach, ja, man macht sich den Chart auf, man schaut einfach, welche Linien werden respektiert. Ja, wo passt es denn gut? Es hat keinen Sinn, wenn irgendwer vor 5 oder vor 10 Jahren ein Buch geschrieben hat und der sagt, na gut, der 200er ist super, den sollte man immer verwenden und dann packt man den 200er rein und es ist ja nicht so, aber man muss halt immer schauen, was sieht man. Ja? Man sollte im Prinzip das handeln, was man sieht und nicht das, was irgendwo steht. Und da kann man sich im Prinzip so kleine Hilfen, das sind bei mir so kleine Charts, die haben 5x5 cm oder 10x10 cm, sind in einem Eck und dann schaue ich halt irgendwo hin. Ja? Und schreit dann halt Achtung. Diesen Chart haben wir gehabt. Das ist einer meiner Hauptcharts in Wirklichkeit. Man sieht wieder Range Chart. Ich bin ein Freund von zeitgelösten Charts. Und hier sieht man im Prinzip auch wieder den VWAP. Sieht Profile überall bei mir, damit ich weiß, wo Value ist. Hier habe ich noch den Zickzack drinnen. Da sehe ich dann halt ganz genau, wenn der Markt seitwärts rennt oder wenn eine Korrektur drinnen, wie viel Volumen. Ne? Wie viel, wenn ich eine Abwärtsbewegung waren hier im Prinzip 61.000 drinnen, da drinnen 30.000 drinnen. Ja. Und die Korrekturen waren dann mit 8.000 mit 6.000. Das waren hier im Prinzip 16 Ticks. Ja, und hier war eine Korrektur mit 27 Ticks, die hat aber 30.000 drinnen gehabt. Ja, und so Sachen kann man sich anschauen. Da habe ich noch meine Zonen drinnen mit Copy-Paste. Ja, und ja, that's it. Und hier habe ich noch im Prinzip ein Speed of Tape drin. Hier schaue ich, ob diese oder diese Bewegungen mit Schmackes, ob die mit Gas passieren oder ob die eben relativ passieren. Weil ich noch immer habe, von Value zu Value und das, was in dazwischen ist, ist eben die Imbalance, wo sich der Preis eine neue Value sucht, quasi. Gut, ich hoffe, ich habe euch jetzt nichts vorenthalten. Ich schaue nochmal geschwind. Das sieht gut aus. Ja, Florian, dann bin ich, glaube ich, durch. Alright, okay. Dann sage ich mal vielen lieben Dank. Wenn es noch Fragen gibt, die kann ich noch schnell machen. Ja, 2, 3 und sonst bin ich fertig für heute und freue mich auf einen schönen Fernsehabend. Das hört sich ja gut an. Ja, die Aufzeichnung kommt, ich denke mal, morgen auf YouTube online. Und das nächste Mal sehen wir uns am 13. Dezember, beziehungsweise hören wir uns. Neues Thema wird dann noch kommen. Werden Sie alle darüber informiert per E-Mail. Einmal um die, also bezüglich der Titeländerung. Von daher
E-Mails im Blick halten. Und dann sollte das Ganze auch passen. Magst du noch ein Setup live handeln? Uff, ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Vielleicht können wir das das nächste Mal machen. Es ist halt Ja. immer so mit dem Live-Handel, gell? Es ist halt immer ganz speziell, weil man erwartet sich vom Markt was und es ist halt nicht immer so, dass es auf Knopfdruck irgendwo ein Setup gibt. Es ist halt immer ein bisschen frustrierend, wenn man da was zeigen sollte und man kann nichts zeigen und dann zeigt man trotzdem was und dann ist es für nichts. Aber man kann dann gerne mal durchschauen. Ich bin kein Coach, das möchte ich dazu sagen, und ich möchte auch kein Coach sein, aber ich kann euch schon zeigen, auf was ich schaue. Ja. Okay, alles klar. Dann belassen wir es dabei. Dann sage ich vielen Dank an dich, Michael. Vielen Dank an die Teilnehmer für die tollen Fragen. Und passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, aber viel wichtiger, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.